Yo, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Runde For Honor. Wir spielen wieder Duell und mit dem Gladiator. Allerdings spielen wir auch gegen einen Wächter. Das bedeutet, das wird eine ganz harte Nuss hier. So, einmal gucken. Okay, gut gemacht, Junge. Respekt und so. Okay. Bleib ruhig, Junge, benimm dich. Und einen harten rauspacken, gut. Super, Junge. Schade. Okay, ein bisschen Ausdauer brauche ich jetzt. Shit. Ah, hat er mich. Hat er gut gemacht. Hätte ich eigentlich holen können, aber irgendwie... Ich wurde nervös. Nein, ich war einfach nur scheiße. Vielleicht wird die Runde 2 besser. Und los geht's, Junge. Und noch ein Schade. Oh, ich bin gleich schon wieder down. Jetzt muss mir irgendwas einfallen. Fällt's mir aber nicht. Shit. Hier kriegst du wieder ein gut gekämpft, Junge. Okay, direkt einen aufs Maul geben. Direkt drauf, los! Gar nicht zum Verschnaufen kommen lassen hier. Okay. Den hat er. Den hat er gefressen. Jawohl. Da ist doch die erste Runde. Macht Bock. Aber gegen Wächter wirklich echt schwierig. Vielleicht will ich auch einfach nur gegen ihn verlieren. Weil ich ihn einfach so nice finde. Komm, nochmal. Schade. Ha, Junge, da guckst du blöd, hä? Damit hat er nicht gerechnet. Sprungkick! Nice. 2-2. Hä, warum krieg ich kein gut gekämpft? Das war ja wohl super. Runde 5. Okay, gehen wir in die entscheidende Runde. Das bedeutet jetzt Konzentration. Ein bisschen tanzen hier. Woo. Sehr schön. Nice. Nicer Kampf, nicer Kampf. Okay, gucken, ob er einen Rückkampf haben will.
Ja, diesmal nehmen wir allerdings wieder was anderes. Zweimal hintereinander, den Gladiator ist ja ein bisschen langweilig. Ja, hier so ein bisschen Müll abstauben und ein Rückkampf. Gucken, was er macht. Na boy, hast du Bock oder nicht? Mach was, Junge, das langweilt mich. Wir können ein bisschen Ressourcen hier noch nutzen. Ja, er will tatsächlich einen Rückkampf. Sehr gut. Gefällt mir. So, diesmal machen wir mit dem Centurio. Da haben wir letztes Mal richtig verkackt. Vielleicht läuft es diesmal ein bisschen besser. Er natürlich wieder mit dem Wächter. Sein Wächter sieht schon ganz nice aus. So in schwarz direkt mit ein bisschen Gold verziert. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Dagegen sieht mein Centurio aus wie ein Stück Arsch. Runde 1. So, dann wollen wir mal. Ah, gleich einen Kick wollte ich ihm geben, ey. Okay, Boy. Boah, ist jetzt gleich wieder was ganz anderes mit dem Centurio hier. Shit. Da habe ich ein bisschen zu früh. Okay. Rundumschlag. Jawoll. Die meisten hauen wirklich beim zweiten Mal drauf. Ja, komm, du hast trotzdem gut gekämpft. Das heißt, den dritten Schlag hat man meistens frei. Das ist ganz gut. Gegen die Tonne, Junge. Benimm dich. Boah, der Centurio ist mir einfach zu langsam. Ich kann einfach wirklich nicht mit dem spielen. Hey, ich hab's doch gesagt, er hat wieder nach dem zweiten Mal angegriffen. Und schon wieder. Oh, Digga. Naja, trotzdem gut gekämpft. Gehen wir ihm einfach mal. Das ist quasi ein geschenkter Sieg hier. Vielleicht hat er es ja jetzt gerallt. Roundhouse Kick! Meine Fresse! Shit. Das war gut gemacht. Muss man ihn lassen. Er hat sich wahrscheinlich jetzt darauf eingestellt. Das bedeutet, die letzte Runde wird nochmal ein bisschen... Runde 5. Ja, das heißt, die letzte Runde wird ein bisschen knapp. Da werde ich jetzt voll auf den Sack bekommen. Aber juckt mich nicht. Ich habe zwei Runden geholt gegen Wächter mit einem Centurio.
eigentlich schon recht nice. Mist. Oh, mach irgendwas, Junge! Er hat keine Ausdauer mehr. Okay, diesmal hat er es gecheckt. Schade. Gut gekämpft. Zweite Runde verloren. War ich knapp. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, mit dem Centurio bin ich einfach scheiße. Aber auch der muss mal gespielt werden. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.